I'm Anita farke und spreche die Exodablock News. EM, Georgia's goalkeeper Mamar secures a draw against the Czech Republic. EM 2024. Georgia holds Czech Republic to a draw. Georgia holds Czech Republic to a draw. On the evening of June 21, 2024, the highly anticipated European Championship group stage match between Georgia and the Czech Republic took place at the Berlin Olympic Stadium. Both teams, despite different expectations and circumstances, had only one goal before the game: a win that would significantly increase their chances of advancing to the knockout stage. Georgia, starting the tournament as underdogs, surprised with a dynamic and bold style of play in the first few minutes of the game. Die Tschechen, die sich als Favorit sahen, wurden frühzeitig mit einem hartnäckigen Widerstand konfrontiert. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit torlos, was hauptsächlich den starken Leistungen der beiden Torhüter zu verdanken war. Der georgische Torhüter Georgi Mamardashvili zeigte mehrere brillante Paraden und verhinderte, dass die Tschechen die Kontrolle übernehmen konnten. Auf der anderen Seite hielt der tschechische Torhüter Tomasz Waklik den Kasten mit einigen bemerkenswerten Rettungsaktionen sauber. Während des Spiels wurden die Defensivqualitäten beider Mannschaften immer deutlicher, was zu einem taktisch geprägten und spannungsgeladenen Match führte. In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität zu, da beide Mannschaften auf den entscheidenden Durchbruch drängten. Die georgische Offensive, angeführt von Kvicha Kvarackelja, setzte die tschechische Abwehr immer wieder unter Druck. Kvarackelja entwickelte sich zunehmend zum Spielmacher seines Teams und kreierte mehrere gefährliche Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Tschechen antworteten mit schnellem Konterspiel, das sie konsequent durch Spieler wie Patrick Schick und Jakub Jankto vorantrieben. Doch Georgiens Abwehr, angeführt von Kapitän Guram Kashia, stellte sich als nahezu unüberwindbare Hürde heraus. Trotz der zahlreichen Angriffe beider Mannschaften blieb das erhoffte Tor lange Zeit aus. In der 75. Minute brach schließlich der Bann. Nach einem schnellen Gegenstoß gelang es der tschechischen Mannschaft, durch ein wuchtiges Kopfballtor von Patrick Schick in Führung zu gehen. Das Führungstor war ein Lohn für harte Arbeit und strategische Anpassungen im Spielverlauf. Doch die Euphorie der tschechischen Fans wurde nur fünf Minuten später gedämpft. Georgiens Georgi Chakvetadze nutzte eine Unachtsamkeit in der tschechischen Abwehr und konnte den Ausgleich erzielen. Sein präziser Schuss ließ Thomas Schwlig keine Chance und sicherte Georgien das verdiente Remis. Die verbleibenden Spielminuten waren von intensiven Bemühungen geprägt, doch beide Mannschaften konnten kein weiteres Tor erzielen. Am Ende stand ein gerechtes 1:1 Unentschieden auf dem Spielberichtsbogen nach dem abpfiff äußerten sich beide trainer zur leistung ihrer teams der georgische coach Willi sagnol lobte die kämpferische einstellung seiner spieler und hob die bedeutung des punktgewinns in einer schwierigen gruppe hervor unsere spieler haben heute charakter und entschlossenheit gezeigt wir sind stolz auf dieses ergebnis und werden weiter kämpfen sagte sagnol auf der anderen seite zeigte sich der tschechische trainer jaroslav schilhavi trotz des verpassten sieges optimistisch wir haben gute Leistungen gezeigt, aber müssen unsere Chancenverwertung verbessern. Wir bleiben jedoch zuversichtlich für die kommenden Spiele, erklärte Schill Harvey. Die Analyse der Spielsituation verdeutlicht, wie ausgeglichen beide Teams agierten. Georgien, das mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern antrat, bewies seine Fähigkeit, sich auf internationalem Niveau zu behaupten. Tschechien, das mit höheren Erwartungen ins Turnier gestartet war, zeigte zwar Schwächen in der Defensive, konnte jedoch insgesamt eine ansprechende Leistung abliefern. Der Ausgang des Spiels wirkt sich auch auf die Gruppenkonstellation aus. Beide Mannschaften haben noch Chancen auf das Weiterkommen, sind jedoch stark von den Ergebnissen der anderen Partien abhängig. Besonders für Georgien ein Team, oft als Außenseiter betrachtet wird, könnte dieser Punktgewinn eine moralische Aufwertung sein und den Glauben an eigene Stärken stärken. Die Fans, die in großer Zahl nach Berlin gereist waren, sorgten für eine großartige Atmosphäre im Stadion. Besonders die georgischen Anhänger feierten das Remis wie einen Sieg. Das Auftreten beider Mannschaften lässt auf weitere spannende Begegnungen in der EM hoffen. Mit diesem Unentschieden haben sich beide Teams hoffentlich auf ein aufregendes und intensives Finale der Gruppenphase vorbereitet. Während Georgien weiterhin auf der Suche nach ihrem ersten EM-Sieg bleibt, hat Tschechien noch Gelegenheit, ihre Position zu stärken und den Einzug in die nächste Runde zu sichern. Autor Anita Fake, Datum Samstag, 22. Juni 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.